Oh mein Gott, haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Ein ganz großes Hallo und herzliches Willkommen. Ich bin immer noch der Max und heute wird es groß. Ach, was sag ich, es wird gigantisch. Mehrfach wurde ich nämlich jetzt schon gefragt, ob ich nicht einmal ein ganz großes Album machen könnte. Naja, und da ist es. Mit einer Größe von 34 auf 34 cm und 13 cm dick ist es ein echter Brocken. Und auch das Tutorial dazu ist echt lang. Und so fand ich es besser, es von dieser Vorstellung zu trennen. Ihr findet es aber als ungelistetes Video nur über diesen Link hier, am Ende dieses Videos und hier unten in der Beschreibung. So, aber nun mal los, es gibt viel zu sehen. Wie ihr bereits gesehen habt, ist das Album im Shabby Chic Style und dazu passend habe ich den Rückenstoff wattiert, abgesteppt und mit Halbperlen beklebt. Die Rückseite ist dafür aber eher nüchtern gehalten. Die Verschlussbänder sind auch aus einfachem Baumwollstoff, den ich mit Spitze benäht habe. Die Verschlüsse selbst stammen von billigen Gürteln aus dem Euroladen. Auf der Innenseite des Einbands finden wir gleich zwei Teile, die aussehen, als wären es Taschen. Tatsächlich sind es aber Klappen, die ich innen mit Washi-Tape und anderen kleinen Teilen verziert habe. Auf den weiteren Seiten finden sich immer wieder Verzierungen, unter die ein Bild gesteckt werden können. Und im weiteren Verlauf werden wir auch immer wieder den Wechsel von Magnet- und Drehverschlüssen sehen. Doch hier erstmal die erste große Seite. Sie wird hauptsächlich von einem Bilderrahmen bestimmt, in den das Bild von oben auf einer Fotomatte eingeschoben werden kann. Der Bilderrahmen ist klappbar und wird mit einem Magneten auf der Seite gehalten. Alle Teile sind, wie so oft bei mir, mit Zickzackstich umnäht. Da das Design der Papiere schon sehr lebhaft ist, tritt die Dekoration ein wenig in den Hintergrund. Meine Absicht war es, das Auge mehr mit interessanten Klappen und Verschlüssen zu fangen, wie zum Beispiel hier mit den Drehverschlüssen in Pfeilform. Generell bietet das Album schon durch seine Größe enorm viel Platz für Fotos. Doch auch in den Seitentaschen gibt es wieder große Fotomatten. Eigentlich sollte dies ein Album zur Taufe werden. Doch bei so viel Platz kann es auch die wichtigsten Stationen eines ganzen Lebens aufnehmen. Um eine gewisse Balance zu halten, wechseln sich aufwendige mit einfachen Seiten ab. Und so reichen dann hier auch einfach nur mal drei Klappen, die mit einer einfachen Kantenstanze verziert wurden. Dafür geht's dann hier aber wieder rund. Auf der linken Seite finden wir fünf kleine Taschen, in denen jeweils eine kleine Fotomatte steckt. Während die ersten drei die gleiche Länge haben, werden die letzten beiden zunehmend kleiner. Die Tasche auf der rechten Seite ist für Einzelfotos gedacht. Dazu stecken hier drin ein paar ganz einfache Fotomatten, um diese Fotos aufzunehmen. Auf dieser Seite kann man zunächst eine Klappe nach oben öffnen, doch das gesamte Teil lässt sich dann über einen Drehverschluss auch komplett zur Seite klappen. Und darunter befindet sich dann nochmal eine Klappe. Und hier nochmal ein Bild, das auch die Nähte und die Strasssteinverzierungen schön zeigt. Diese gibt's am Stück in vielen Bastelläden. Die obere Klappe wird übrigens auch durch einen Magneten gehalten. Und auch hier wieder eine Fotomatte in der Seite. Und hier mal wieder etwas Verspielteres. Rechts eine größere Fotomatte, die von einem sogenannten Bellyband und der halben Zierblume am unteren Rand gehalten wird. Die Seite lässt sich verständlich wieder aufklappen und gibt darunter zwei weitere kleinere Klappen frei. Und diese sind ihrerseits wieder auf einer größeren befestigt. Auf der Grundseite gibt es dann wieder dezente Verzierungen, unter die ein Bild geschoben werden kann. Dadurch integrieren sich die nachträglich eingeklebten Bilder so, als wären sie schon von Anfang an drin gewesen. Die Klappenkonstruktion auf der rechten Seite hält nach dem Öffnen ebenfalls eine Fotomatte in einer Tasche am unteren Rand bereit. Und oben bietet noch eine kleine zusätzliche Klappe weiteren Platz zum Entdecken.
Und wenn's vorher komplex war, dann hier wieder etwas einfacheres. Hier haben wir 5 immer kleiner werdende Fotomatten in einer Seite mit großen eingelassenen Taschen. Die Matten sind auch wieder dezent mit Washi-Tape verziert. Und die Eingriffe wie bei Manteltaschen mit separatem Papier eingefasst und benäht. Als Griffe zum besseren Herausziehen habe ich Knöpfe auf die Oberkanten der Fotomatten geklebt. Und hier eine meiner liebsten Seiten, mit aufklappbarem Bellyband. Auch hier wieder eine Fotomatte hinter der Bauchbinde. Und auch diesmal wieder mit einfacher Deko. Ein Knopf mit ein wenig Schnur reicht vollkommen aus. Die Matte wird unten mit einer Papierrosette gehalten. Und auf dem Verschluss befindet sich eine Stoffrosette. Und wenn euch die gefällt, dann habt ihr hier oben einen Link, der euch zur Anleitung führt. Dieser Teil des Bandes lässt sich wieder über einen Magneten öffnen und gibt dadurch die weiteren Klappen frei. Und hier haben wir dann jetzt auch mal ein paar Tags, um ein wenig begleitenden Text aufzunehmen. Wer das schöne Papier nicht direkt beschreiben will, hat hier nun Gelegenheit, kleine Geschichten auf neutrales Papier zu bringen. Und auf dieser Seite auch wieder eine einfache Klappenkombination. Sie sehen wieder aus wie Taschen, auf deren Deckel Fotos hinter die Verzierung integriert werden können. Ich habe hier aber nochmal ein paar mehr Tags gepackt. Die Klappen selbst bieten auch wieder Platz für 1 bis 2 große Fotos und geben anschließend den Blick auf eine weitere Fotomatte frei, die wieder von einem quer angebrachten Band gehalten wird. Und natürlich obligatorisch die seitliche Fotomatte. Und für alle Taschenfreunde hier eine kleine Spielerei dazu, die ich bereits in einem anderen Album hatte, aber immer noch öfters Fragen dazu gestellt bekomme. So wie alle anderen Seiten dieses Albums findet ihr auch diese im Tutorial zu diesem Album. Wie bereits am Anfang gesagt, findet ihr es in der Beschreibung oder in der Linkliste oben rechts, wenn ihr auf das i klickt. Selbstverständlich blende ich es euch aber auch noch am Ende als Videolink ein. So, und jetzt aufgepasst. Man könnte zwar sagen, es wäre hier ein bisschen mit mir durchgegangen, aber das Ergebnis gefällt mir trotzdem sehr gut. Die mit Strass verzierten kleinen Klappen lassen sich über den Verschluss in der Mitte öffnen. Darunter lassen sich lose Teile wie Tickets oder anderes verstecken. Die kleinen Laschen an der Seite entpuppen sich als kleine Fotomatten, die mit Magneten in einer großen Tasche gehalten werden. Und hier ist dann auch weiterer Platz für Kleinteile. Doch nicht genug, auch diese Tasche lässt sich nochmal aufklappen. Als Hilfe dient hier der Verschluss, den man einfach hochzieht. Ebenso auf der anderen Seite die kleine Lasche. Die Tasche auf der Vorderseite kann zusätzlich noch Diverses aufnehmen, sodass die Seite eine wahre Fundgrube sein kann. Ein Element, das in kaum einem meiner Alben fehlen darf, ist der Ziehmechanismus. Ich habe ihn schon oft gezeigt und auch diesmal ist er wieder Teil des Tutorials. Allerdings muss ich zugeben, dass dies dann auch die Maximalgröße ist. Wie ihr hier seht, muss man beim Ziehen ab und zu auch mal unterstützen. Mit der Größe dieses Albums sind wir ohnehin an einer Grenze angelangt, die bei der Fertigung schon diverse Probleme aufwirft, wie ihr im Tutorial sehen werdet. Und hier sind wir dann schon auf der letzten Seite, die schön in der Reihenfolge bleibend wieder eine einfachere ist. Sie besteht aus aufeinanderfolgenden Klappen, die sich lediglich durch Größe und Kantenstanzen unterscheiden. Und es wechseln sich auch immer wieder ein Dreh- und ein Magnetverschluss ab. Auch auf diesen Innenseiten finden sich wieder kleine dezente Verzierungen, um Bilder zu integrieren. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr euch auch noch das Tutorial anschaut. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder gleich darauf losbasteln will, sondern stattdessen lieber nur mal Ideen sammelt. Und so hoffe ich einfach, dass euch diese Aufteilung recht ist.
Also nicht vergessen, die Links stehen in der Infobox oder einfach hier oben auf das i klicken oder auf das Video jetzt im Abspann. Ja, und das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Und wenn dem so ist, dann liked, kommentiert und teilt doch einfach dieses Video. Wenn ihr heute zum ersten Mal zugesehen habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn ihr noch dazu die kleine Glocke anklickt, werdet ihr sofort informiert, wenn es ein neues Video gibt. Wenn ihr noch mehr Inspiration sucht, dann habe ich hier und hier noch einen weiteren Vorschlag für euch. Einfach draufklicken, egal ob ihr von einem Mobilteil oder eurem PC zu Hause zuseht. Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.